team. Wir warten darauf. Guck nicht, also das ist typisch afrikanische Frauen immer so. Wir warten darauf, endlich starten zu können. Also wir sind gerade im Auto, hier sehen wir eine Überraschung, Surprise. Wir sind bekannt für Überraschungen, also falls ihr eine Überraschung planen wollt, liebt uns. Die Person wird, da haben wir unsere Jungs, der muss ja noch seine Haare machen. Der lächelt immer, Leute, also das ist nicht einfach nur heute so, aber der strahlt immer unsere Grinsebacke. Dann haben wir unseren anderen Mann hier am Start. Der Cedric. Ja, guck mal. Ich brauche gar nichts mehr machen. Ne? Ja, ja. Bei uns haben wir nur Bulgar, hübsche Frauen. Immer so. Aber immer daran denken, du musst dir bewusst sein, was du bist. Gott hat dich nicht umsonst kreiert. So, ne? Be royal. Ja, be royal. Das heißt royal, Selbstbewusstsein, so sein, wie man ist, sich feiern. Und das tun wir. Und wir feiern euch. So, Leute, let's go. Hallo, ihr seid hier bei Voices of Royalty Backstage. Und zwar haben wir heute einen besonderen Auftrag. Wir sind in Köln. Ja, bei Snipes. Und wir werden heute ein Geburtstagsständchen aufführen. Es ist eine Überraschung, die ich wirklich sehr, sehr süß finde. Das haben nämlich die Mitarbeiter sich ausgedacht, haben alles zusammengewürfelt, damit wir hier sein dürfen und dem Geschäftsführer eine Freude machen dürfen. Also, wenn das mal nicht ein Lob wert ist. Deswegen, Voices of Royalty, seid ihr ready? Father, show me what.